Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, weiter geht's mit der Quest Stadt der Sonne. Begib dich nach Meridian. Und ich glaube, das ist die große Stadt. Sehr, sehr geil. Oh. Das ist nicht geil. Gehen wir mal runter hier. So, natürlich, Leute, würde ich mich am Ende der Folge freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, ein Like oder auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Aber jetzt würde ich sagen, warum kann ich den jetzt scannen? Hallo, warum kann ich den nicht scannen? Hallo, warum kann ich den nicht scannen? Donnerkiefer. Ach du Scheiße. Oh, was ist der für eine Stufe? Stufe 27, glaube ich, war das, oder? Kann man nicht ins Notizbuch schauen? Maschinenarten. Da ist doch der Donnerkiefer, oder? Nee, Donnerkiefer. Hm, schauen wir uns den mal an. Brutstätte Zeter, über Brücken gesperrt. Okay, da kann man gar nichts machen. Okay, der ist noch ein bisschen zu krass, glaube ich. Den lassen wir jetzt mal. Und schauen, dass wir hier mit unserem Gefährt weiterkommen. Ich weiß nicht, ob der uns angreift. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rüber. So, da ist die große Stadt. Da müssen wir hin, Leute. Und da schauen wir, dass wir jetzt auch hinkommen. Lagerfeuer entdeckt. Gehen wir mal ins Lagerfeuer, speichern wir gleich mal ab. So, sehr gut. Und weiter geht's. Hier so ein bisschen Medizin. Wir müssen so auf Land hier. Wir müssen da runter, glaube ich, oder? So, wir genießen die Aussicht auf jeden Fall mal. Würde ich sagen, sehr, sehr geil. Und von der Wüste wieder ins Grüne. Maschinenareal entdeckt, Breitkopf. Mal ein bisschen langsamer hier. Sehr geil. Sind die nett oder nicht? Schaut so aus, gell? Nein, Lagerfeuer sind hier ganz schön viele. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt da lang können mit unserem Ungetüm hier. Die Osteram-Händler sollte man im Auge behalten. Die hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Sehr, sehr geil. Es geht immer noch mit unserem Breitkopf. Eine Riesenstadt. Wahnsinn. Ich hasse dieses Wetter. Überall kleben. Ja, genau. Ich bin darüber. Mit dem Gas hier kommen. Lagerfeuer entdeckt, schon wieder Wahnsinn, was die Lagerfeuer sind.
warte mal hier. Ich mache das Lagerfeuer an. So, okay. Ich sollte absteigen und laufen. Oh. Okay, hilft nicht. Dann laufen wir mal. Einen Osseram hört man aus meilenweiter Entfernung. Es tut mir leid, aber alle eingetreten Meridian, Tor entdeckt. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch er. Boah, schaut das krass aus. Der Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erin sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Ja, genau, das kann ich mich auch noch erinnern. Sie hat ja ein bisschen mehr Kontakte wie Olin oder Ojin, wie der heißt. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Die Stadt ist abgesperrt, wegen des Mordes. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Riesengroß, Wahnsinn. Geil. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Da sieht man sogar von hier oben Menschen laufen da unten. Das ist echt der Hammer, hey. Okay, weiter geht's. Rein nach Meridian. Hier scheint irgendwie so eine Art Versammlung zu sein. Stopp! Genau da! Bitte? Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Klar! Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Okay, da habe ich anscheinend jetzt den Einlass bekommen. Jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olin. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olin finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist dein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olin mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Oh, seine Schwester noch? Ich hab das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ich, habe auch jemanden verloren.
Bei der Erprobung, mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob's das besser macht? Ja, wie kommt das? Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ja, wir sollten zu der Wohnung von Olin gehen. Ich muss Olins Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. So, okay, dann schauen wir mal. Dann können wir uns gleich die Stadt ein bisschen anschauen. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Ist auch nicht schlecht. Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Ruhig, ich bin die Sucherin. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Waffe für Elsa! Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Die Blut für Blut! Rache für Elsa! Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr! Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen! Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt! Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis! Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen! Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt! Eine Riesenstadt hier schon. Alles verzwickt und verwinkelt. Okay, wie kommen wir da rein? So. Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Okay. Okay, den Fokus haben wir aktiviert. Ich würde sagen, schauen wir doch mal die Treppe hoch. Was im oberen Stockwerk so ist. Okay, da kann man hochgehen anscheinend. Gewebter Stoff mit Ocker- und Insektenpigmenten bemalt. Zeigt eine Familie. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Er hätte noch dieses Haus. Sollte irgendwie da runter, aber ich war doch gerade unten. Das ist bloß halt generell das Haus hier. Gutachten. Mal sehen, was da runter ist. Achso, der Teppich. Hey, Tür. Wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. So, finde einen Weg, die Luke aufzubrechen. Ich glaube, ich habe schon einen Weg gefunden. Lass gut sein. Da oben war auch eine Kiste. Ich glaube, wenn man die da runterschmeißt, dann müsste man eigentlich durchkommen. Genau. Sieht groß und schwer aus. Bahn wegschieben. Nur ein kleiner Schubser. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? So, kann ich mich abseilen hier? Betritt den Geheimraum. Okay, ich kann mich nicht abseilen.
Ich mache erstmal Pfeile nochmal. Na, na, okay. Schauen wir doch mal runter. Ah, jetzt ist er schon unten, okay. Untersuche die Karte. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Okay, scheint ein kleiner Erpresser zu sein. Entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Okay, reden wir mal. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Zeig ich ihm lieber mal nicht. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier frei laufen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch ein bisschen in der Stadt und ob es irgendwelche Nebenquests gibt. Ich habe ja auf jeden Fall Bock, dass ich irgendwie so eine Brutstätten wieder finde oder sowas. Okay, sind ein Haufen Quests auf jeden Fall. Wir werden jetzt alles annehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwelche Brutstätten vielleicht finden. Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Du bist eine Fremde. Nora, wie es aussieht. Und bestimmt auch Maschinenjägerin. Das kann man wohl sagen. Na dann hör dir einen guten Rat an. Schäle dich nicht um die Jägerloge. Wer kein Kaja ist, kann dort niemals aufsteigen. Das klingt, als sollte man in der Loge mal aufräumen. Vielleicht. Aber ich werde das nicht tun. Wenn du hingehst, hinterlass ihnen einen traditionellen Banuk-Abschiedsgruß. Mir zu Ehren. Ein Banuk-Abschiedsgruß? Was ist das? Piss auf den Boden. Am besten dort, wo sie es erst merken, wenn es richtig stinkt. Der Wochenmarkt ist für die einfachen Leute. Ich persönlich bevorzuge den Edelmarkt. So, dann wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Da ist ein Händler, okay. Robust? Weit gereist. Mann, das ist ein riesen Bus hier, ey. 19 Meter, das ist da oben irgendwo. Naja.
Gehen wir erstmal hier hin. Luna, kannst du mir helfen? Nora, bitte! Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay, haben wir das auch? Hat sie hier noch eine Quest? Die ist irgendwo da oben oder sowas. Schauen wir mal, ob wir irgendwie hoch können. Was ist hier noch? Eine Kiste? Okay. Richtig geil gemacht. Vor allem die Stadt mit richtig viel Leben gefüllt auch. Nicht nur eine leere Stadt, wo fünf Hanseln rumrennen, sondern wirklich viele, viele Leute. So, schauen wir mal. Okay, hier geht's hier. Wie komme ich denn da hoch? Hier geht's auch nicht weiter. Wie komme ich da hoch? Hier ist auch noch was. Ich hoffe, bei dir läuft alles nach. Ja, hier sind so ein Haufen Händler hier, ey. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Was hatten die? Wollen wir mal schnell gucken. Seh dich doch mal um, ich mach dir einen guten Preis. Spezialobjekte. Okay. Können wir irgendwas verkaufen? Rohstoffe. Draht. Ich weiß nicht, ob wir das alles noch brauchen. Sägezahnlinsen, so brauchen wir das. Quaserlinse, knochiges Fleisch, Quaserherz, Truthahnknochen. Ah, wir warten lieber nochmal. Was seid ihr hier? Du suchst nach Artefakten. Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Okay. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Okay, ist gut zu wissen. Hochwertige Waren zu. Jetzt komme ich hier gar nicht hoch, oder was? Entschuldigung, Fremde. Ich suche nach Banuk-Artefakten. Nee, ich hab keine. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Bessere Waren findest du nur. 35 Meter, da muss ich... Lass dir diese Waren nicht entgehen. Hä, wie komme ich denn da hin? Ich sag's euch. Die Osseran wissen genau, wie man die Ruinen plündert. Auch da hat sich den einigen Osseran. Ah, da geht's hoch. Ah, okay. Tatkräftige Abenteurer! Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Ha, gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir! Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur, eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert.
wenn ich dem Gerücht nachgehe. Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Mögest du leichten Schrittes unterwegs sein. Okay. Dann schauen wir mal, ob jetzt hier sind wir jetzt noch ein Ausrufezeichen. Ah, jetzt haben wir es gefunden. Okay. Scheint irgendwie so ein Gebietsplatz hier zu sein oder so. Was ist denn das da? Sonnenglaube. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallene. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was kann ich tun, um zu helfen? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Okay, dann machen wir doch. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu ehren ehrt uns alle. Okay, Nebenquest. So, wir haben aber keine Brutstätte gefunden. So, Brutstätte haben wir jetzt nichts mehr, gell? Nee, scheiße. Okay, das ist Stufe 19. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist sehr, sehr spannend und ich hoffe mal, dass wir jetzt auch bald mal wieder eine Brutstätte irgendwie bekommen, dass wir da weitermachen können. Weil mit den Brutstätten können wir andere Maschinen überbrücken und es wird es auf jeden Fall leichter machen. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, ein Like oder auch einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.